Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 1, meine lieben Freunde. Weiter geht's, also zum 6000 Abonnenten speziell natürlich, ne? Und wir reden mal kurz nach hinten wegen. Ein Abonnent hat mir gesagt, ey, die grünen Kisten kannst du kaputt machen, also mit Schießen oder mit Treten. Und was ist da drin? Plasma-Energie. Danke schon mal dafür. Keine Ahnung, wer das nochmal war, aber ja. Dann laufen wir mal kurz zurück. Okay, das war nur die einzige Kiste. Ich dachte, das wären mehr. Kann man die Teile eigentlich auch kaputt machen? Nee. Echt nicht? Nein, gut. So, dann halten wir immer mal schön Ausschau nach grünen Kisten. Und ich habe nochmal mir die Steuern angeguckt. Hier, guck mal hier. Den hier kann ich machen. Zack, zack, zack. Also ich kann auch schön hier perfekt die Beine abtrennen von den ganzen Viecher. Jawollo. So, was ist hier für eine Party ab? Ah. In der Party würde ich lieber nicht sein. Auf jeden Fall ist hier was. Cool. Wer flüstert denn hier? Das macht mich nervös. Sei ruhig. Na, lebt das Vieh da vorne? Na, warte. Nee, das ist gar kein Vieh. Auch gut. Okay. Gut. Alles okay. Super. Das Geräusch hat mir irgendwie... Ja. Was ist denn das? Da haben wir... Okay. Gut. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Was ist das? E? Achso, das ist eine Station für diese Stase, die wir gekriegt haben irgendwie. Wie ging das nochmal? Das und dann C. Ah, guck mal hier, ist ja geil. Können wir verlangsamen. Können wir denn auch die Gegner verlangsamen? Gib mir mal bitte jemanden einen Gegner. Komm, gib mir mal einen Gegner. Obwohl, nee, doch nicht. Ist keine gute Idee. Oder? Ah, nee. Lieber nicht. Was ist das? Stase-Pack, ah. Ich weiß nebenbei noch gar nicht, wie man die ganzen Sachen, ja, nehmt, einsetzt, die ganzen Medipacks, aber das werde ich bestimmt auch noch irgendwann herausfinden. Das wurde mir bestimmt auch in irgendein kleines Tutorial gesagt, aber darauf achte ich ja nicht. Ich bin auch Zero, der achtet auf sowas nie. Warte, wo müssen wir lang? Auf G? Auf B ging das, genau. Da müssen wir lang. Okay, da geht's nicht lang, aber das ist eine Kiste. Motherfucker? 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 Fucker! Ey, komm! Ey, das ist viel zu dunkel jetzt gerade hier. Hallo? Hallo? Ja, ich erwarte dich. Ey, du Fickvieh. Oh, danke Licht. Oh, ohne Licht würde ich richtig abfucken, ey. Alter, ich hab hier richtig Angst. Ey, wo ging's nochmal lang? Okay, gut. So, jetzt gehen wir mal nach da. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Und dann noch auf eine Toilette. Ja, gut. Gut. Plasma-Energie. Nochmal Plasma-Energie. Das ist super schön. Wer? Ist hier jemand? Am Scheißen? Gut, keiner da. Boah, ich habe so Angst, dass ich gleich hier erschreckt werde. Ne? Mein Zimmer wieder komplett duster und alles mögliche. Ey, das sollte ich nicht machen, ey. Ganz ehrlich, ich reize das gerade total aus, ey. Boah, Mann, ey. Ich bin ja auch so bescheuert, ey. Hey, mach ich mal mein ganzes Zimmer duster? Ist ja noch nicht gruselig genug. Nein. Mach mal noch gruseliger. Aber das ist schon mal sehr gut, dass mich kein Vieh erschreckt hat hier. Hätte ich mir echt gut vorstellen können, dass hier ein Vieh gleich kommt. Aber nee, ist zum Beispiel sage ich schon, ist zum Glück nicht mein lieben Freunde. So, was ist hier los für eine Party? Aha, interessant, interessant. Was ist denn das Grüne? Achso. Setzen Sie Stase ein, um Objekte, ja, zu verlangsamen. Aktivieren wir mal, was auch immer das ist. Ja. Ich glaube, das war richtig. Ey, mach mal. Egal, was du machst, aber du machst es bestimmt richtig. Oh, hier ist eine Stasisstation, das ist gut. Du Fickvieh. Geh kaputt. Aha, Bein ab, Kollege. Lebst du noch? Nee, ne? Du lebst doch nicht mehr, ne? Na, warte.
zerstückel dich. Oh, darauf stehst du, ne? Darauf stehst du. Na, warte. Komm her. Ja, Kopf ab. Und nochmal. Ja. Und jetzt nochmal auf den Kopf hier rauf. Point. Ne. Kopf kann man nicht zerpletten. Was ist? Midi-Pack klein und Audiolock. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn zwar ins Depot geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten sofort ein Stasemodul. Wenn wir das Scheißding nicht von den Schienen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. So, aktivieren wir mal das. Was macht das? Okay. Warte, ich glaube, ich weiß was. Also, ich glaube, ich weiß schon das Rätsel. Ey, das ist für mich richtig neu. Aber Darkseid ist fällig hier die ganze Zeit und da weiß ich schon das Rätsel so. Dem machen wir einfach eine Stase ran, weißt du? Und dann aktivieren wir einfach die Kacke. Wegen das muss man beides haben. Ah, ey, der Zero kann was. Schaut mal her, das ist geil. Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Ja, dann machen wir. Ich warte gerne. Aber ich will nicht so lange warten. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser. Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja. Das ist dein perverser Nachbar oder so. Ja, da kommt wieder so ein scheiß Drecksvieh. Aber ich sag mal so. Oh, jetzt muss ich nachladen. Aber ich sag mal so, solange sie mich nicht erschrecken, ist eigentlich alles okay. Ist das Teil mal fertig? Mann. Naja. So. Warte mal kurz. Kann es sein, dass es noch gelebt hat? Waggonersetzung abgeschlossen. Ich glaube, das hat noch gelebt. Kann das angehen? Wegen... es war tot? Dann habe ich drauf getreten oder hat das nochmal... gemacht? Sind das auch so eine kleinen verfickten Schauspieler, ne? Ja, ne? Was ist denn das für ein Schatten? What the fuck? What the fuck? Digga, komm runter und ich verpasse dir eine. Ja, komm mal runter. Ich sag dir, ich verpasse dir so eine. Ich hab so eine dicke Wumme in der Hand. Ja, was willst du? Ja, willst du spielen, hä? Ja, dein kleiner Schwanz, den reiß ich dir ab, ey. Glaub mir mal. Wo müssen wir jetzt lang? Liebes Navi? Aha, interessant. Dann wollen wir mal. Hier waren wir ja schon mal. Hier kann, hoffe ich, nichts passieren. Achso, da war die Mr. aggressive Tür. So eine Art. So, laden wir nochmal unsere Stase auf. Man weiß ja nie. Ich würde die auch gerne mal gegen Gegner anwenden. Dann sind sie auch mal ein bisschen verlangsamt. Ach, guck mal hier. Da ist mein... Testobjekt, möchte ich meinen. Die kann man bestimmt richtig geil anwenden. Alter, was ist das für ein Vieh? Das haben wir doch gerade gesehen. Boah, ekelhaftes Vieh. Boah, bam, bist du tot. So... Und zack. Ach, das lebt gar nicht mehr anscheinend. Ich glaube, wenn die Sachen fallen lassen, dann leben sie wirklich nicht mehr, ne? What the fuck, der wurde aber weggefegt gerade. Mann, Mann, Mann. Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie finde ich das Spiel doch nicht so gruselig, wie ich dachte, meine lieben Freunde. Also es geht, es ist schon gruselig. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Hihi. Nee, aber es ist schon gruselig, aber nicht so gruselig, wie ich dachte. Also es hat schon so eine gewisse miese Atmosphäre, wo man sagt, Alter, hier will ich auf jeden Fall definitiv nicht sein. Aber auch nicht so krass, wie ich es mir dachte. Waren wir da schon? Was, wo geht's denn hier lang? Ach, hier waren wir ja schon. Stimmt ja. Da war ja was. Da müssen wir aber auf jeden Fall nicht lang. Denn wir müssen hier irgendwann lang. So, Monster Lions. Wollt ihr herkommen? Anscheinend nicht. Zum Glück. So, speichern wir nochmal ab. Man weiß ja nie, ne? Was uns da noch erwartet. Und ja, natürlich speichern wir. Aber mir ist aufgefallen, das Zielen geht ein bisschen schwer und die Kamera... Egal wie hoch man die Kamera schraubt, das Zielen geht trotzdem langsamer, finde ich. Das ist ein bisschen doof. Konnte ich hier was aufheben? Ach, ich kann mir was aufheben. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ich finde irgendwie den Helm von unserem Spieler total geil, ne? Von unserer Spielfigur. Oh, das ist so geil. So, Lastenaufzug. Hier haben wir ja schon mal ein Vieh. Isaac? Kendra hier.
Offenbar ist die Tür zum Laderaum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Ja, das ist aber ganz schön. Aufgabe inaktiv. Das ist doch super. Ach du Scheiße, wie schaut's denn hier aus? Da ist schon mal das erste Vieh. Kommt es angelaufen? Na, warte. Oh, das ist jetzt scheiße, das ist jetzt scheiße. Wo ist das andere Vieh? Okay, das andere Vieh ist noch nicht da. Aber es kommt gleich. Hui! Boah, ich muss erstmal noch klarkommen mit das Zielen, aber durch mein ganzes Aim von COD und alles mögliche schaffen wir das schon schön. Oh Mann. Ich habe lange Jahre COD gespielt, du Mistvieh. Was denkst du eigentlich, wer ich bin? Ich bin Aim Skiller Nummer 1. Ich verpasse dir gleich ein paar 360s, No-Scopes und so, wenn du verstehst, was ich meine. Was laber ich, du? Ich bin nur ein verdammter Monster, der dich frechen will. Okay. So, was ist hier los hier für eine Party? Na, sieht ja lecker aus. Die Teile kann man wahrscheinlich zum Explodieren bringen. Und was ist das? Schlüssellager? Was? Also müssen wir da was haben, damit wir das aufkriegen. Okay. Interessant. Laufen wir mal wieder zurück. Und gucken mal, ob unser... das andere Vieh, was er dabei hatte. Da war ja noch einer, den wir erledigt haben. Ja, Plasma-Energie. Nice, Kollege! Ficken, ey. Die kommen also auch durch so eine Teile. Okay. Kapiere. So. Nicht, dass du nochmal aufstehst, ne? Ach, da ist ja noch einer. Mensch, der Ralf ist auch hier. Und der Günther auch. Mensch, hier ist ja volles Programm hier. Ah, Kopf ab. Und die Geräusche sind geil, finde ich. So, bisschen Money wieder. Oh, Kollege, komm hierher. Hast deinen Arm verloren. Plasma-Energie? Ja, interessant. Gut. Ah, was ist hier? Plasma-Energie? Was klappert denn hier so? Wo geht's da lang? Da waren wir schon, ne? Wo muss ich nochmal lang? Da muss ich lang. Also laufen wir nochmal da lang. Ein Fall... ein paar Sachen da sind. Zum Beispiel diese Kiste, die wir kaputt heimern können. Yippie-yay. Was ist da drin? Keine Ahnung. Ich sammle es einfach zu schnell auf. Was ist da drin? Medipack klein. Inventar ist voll. Ja, kein Wunder, wenn ich keine Health die ganze Zeit verliere. Und ich habe mich nochmal informiert. Auf den Rücken steht unsere Gesundheitsanzeige. Ja, hab mich ein bisschen informiert. Das Gewackelte ging mir irgendwie auf die Eier. So leicht. So, dann fahren wir nach oben. Nachgeladen haben wir noch. Ja. Und da steht unsere Munition. 10 Kugeln haben wir drin. Das ist super. So, was ist hier los? Schaut noch alles sicher aus. What the? Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Boah. Ja, Leute, ich weiß. Besser ist es, auf die Gliedmaßen zu schießen. Aber, ey. Wenn mich so ein Drecksvieh... so ein bisschen erschreckt, ist mir scheißegal, da schieße ich überall drauf. Plasma-Energie in Ventafel. Ach, cool. Unsere Mund... oh, ja komm. Rutsch mir doch ein. So, nochmal zerstückeln hier, rauf der Eier, weil... was hat er fallen gelassen? Moment, wie kann man sein Inventar aufrufen? Da muss ich mal kurz nachgucken. Optionen... Steuerung... grundlegende Steuerung... kann man irgendwie sein Inventar aufrufen und damit denn irgendwie... da was wegschmeißen oder so, wenn mein Inventar eh die ganze Zeit voll ist. Überhaupt will ich es mir mal angucken. Brotkrümel. Was für ein Scheiß. Also das ist das, was wir da immer... Schnelltaste Q ist für erste Hilfe. Das ist gut. Inventar ist I einfach nochmal. Okay. Was war nochmal für... erste Hilfe habe ich schon wieder vergessen. Kurzzeitgedächtnis und so. Zeig mal hier nochmal. Schnelltaste für erste Hilfe ist Q. Okay, Q, Q. Merken, die Q-Taste rettet Leben. Okay, I... das ist das Inventar. Wie kann ich hier rumgucken? Ah, auf die Pfeiltasten. Ehrlich gesagt... will ich gar nichts hier verkaufen. Verkaufen soll ich schon wegschmeißen. Obwohl, ein bisschen Medikit. Wie kann ich das wegschmeißen, wenn ich es überhaupt wegschmeißen kann? Ach Mensch, das war falsch. Doch, auf Tab können wir das auch aufrufen, das Inventar. Cool. Navigieren, auswählen. Ja, ich will es auswählen. Oh Gott, ey.
Eingabe aus. Achso, okay. Eingabe auswählen und dann da entfernen. Und da nochmal entfernen. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz für ein bisschen Munition. Munition ist ja schon sehr wichtig. Man weiß ja nie. Auf einmal stehe ich da und habe keine Munition mehr drin. Und da war dieser Schlüssel, den wir gebraucht haben für die untere Tür. Was ist das? Plasma-Energie. Sehr nice. So, was ist das davon? Textlog. Könnt ihr euch durchlesen? Ja. Könnt ihr euch doch nicht durchlesen? Bedankt euch bei diesen Herren gewährten Kollegen. Moment. Teilen wir das nochmal. Ein Fall, der noch lebt. Man weiß ja nie, ne? Okay, jetzt habe ich doch so ein scheiß Medikit aufgehoben. Hat's gar nichts gebracht. Oh, was ist Plasma-Energie? Cool. Nehmen wir. So, da ist wieder mal eine Kiste. Habe ich das schon? Ja, Plasma-Energie. So, wo müssen wir denn lang eigentlich? Ach, wieder zum Aufzug? Wir haben es ja erfüllt, stimmt ja. Können wir das aufmachen? Ah, das ist Plasma-Energie. Cool. So, Aufzug rufen. Kann man nochmal nachladen? Jawollo. Und bitte runter, bitte. So, dann wollen wir mal. So ist mein Zielmodus, okay. Nimm mal schön erstmal auf die Beine. Da vor mir steht einer gleich. Genau, habe ich schon gehört, du Arschloch. Mit Ohren. Moment, den schlage ich tot hier, Kollege. Jawollo. Ja, ich kann Taekwondo, Kollege. Nicht umsonst war ich 10 Jahre in Karate. Was war das für ein Geräusch? Dieses Mann. Wir laufen erstmal den Weg. Geht's da lang? Nein, da lang. Okay. Gut. So. Achso, jetzt können wir da Dingens aufmachen. Stimmt ja. Das wollten wir ja machen. So, was ist hier drin? Ja, bisschen rote Farbe. Sehr interessant. Platine. Interessant. Die nehmen wir mit. Hört sich sehr, sehr gut an. Werkbank. Mit Energieknoten können Sie Ihre Waffen und Ihre Rig upgraden. Ey, wir können was upgraden? Das machen wir doch gleich mal. Werkbank. Ja, hier Werkbank. Ja, schauen wir uns mal die Scheiße an. Plasma-Cutter. Rig. Was kann man... Waffe. Mehr Schaden halt. Okay, wir haben einen Knoten. Wir könnten einen Knoten hier raushauen. Das ist auf jeden Fall für Dingens. Gut. Was ist Rig? Rig ist doch... Keine Ahnung. Trefferpunkte. Damit werden ihre Trefferpunkte um 25 erhöht. Ha. Ich weiß nicht, was Trefferpunkte sind. Sind Trefferpunkte vielleicht die Gesundheitsanzeige? Luft? Ist es bestimmt nicht. Rick ist ja das auf den Rücken. Wisst ihr was? Ihr könnt mir das doch mal sagen. Genau, ich weiß es nämlich nicht. Bevor ich da so einen wertvollen Knoten ausgebe, sagt mir mal bitte, was sind Trefferpunkte? Sind es wirklich diese Teile, die auf den Rücken sind? Ich glaube schon, ne? Wut! Boah, ich dachte, jetzt kommt schon ein Vieh. Auf jeden Fall Trefferpunkte, sagt mir mal das bitte. Ach, hier ist noch ein Energieknoten. Cool. Auf jeden Fall, ich glaube schon, ne? Wegen, das sieht so grünlich aus. Und wer weiß, es könnte gut sein. Naja, auf jeden Fall. Genau, Isaac. Boah. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Prozessor ein. Ach Mensch. Das Monorail-System wieder online. Hey, ich bin hinter dir. Ja. So ein Depp. Na, schade. Na, warte. Man kann auch sogar rückwärts. Boah, da haben diese Geräusche drauf. Ach, kacke, ey. Da kommt noch einer. Man kann sogar nach hinten sprinten. Cool, wusste ich gar nicht. Ist mir gerade eben auch eingehört. Da siehst du. Das ist normal. Ey, wer lässt denn hier die ganze Zeit was fallen? War mir ein bisschen nervös. Ja, wahrscheinlich, weil die Viecher hier überall rumlaufen. Plasma-Energie. Kann es sein, dass es auch immer noch gelebt hat? Ich glaube, sobald sie tot sind, dann lassen sie was fallen. Weil manchmal auch nicht. Aber der war... Duff! Warum steht denn das Vieh auf einmal auf? Willst du mich verarschen? Drecksvieh! Ey, das sieht gar nicht aus wie so ein scheiß Dreckszombie. Der war doch gar nicht, oder? Der stand erst jetzt gerade auf. Boah, ekelhaftes Vieh. Oh, Mann. Ey, diese Viecher sind echt gute Schauspieler. So eine Mistviecher, ey. Mann, Mann, Mann.
Ja, Lastaufzug. Muss ich hier eigentlich lang nebenbei? Ja, schaut so aus. Warum ist es hier so dunkel? Danke. Machen wir ein bisschen heller hier. Scheiß auf Strom sparen. Ich brauche Licht. Was ist alles viel zu dunkel? Ey, weh, jetzt kommt gleich vor meiner Fresse ein Vieh. Oh, da, dann geht's lang. Gut. Wir müssen hier lang, ne? Ja. Foto! Du Fickvieh. Kommt jetzt auf einmal um die Ecke. Das lebt noch. Das lebt noch. Hundertprozentig. So schnell kann das Vieh sterben. Jetzt ist es tot. Denkst du, ich bin blöd oder was? Ha. Mistvieh, ey. Plasma-Energie. Nehmen wir natürlich mit. Die verbrauchen wir eh so schnell wie möglich. Mit meinen tollen Aim-Skills. Und ich würde nur sagen, wir speichern hier ab. Und dann werde ich auch diesen Part beenden. Ah, hier ein bisschen speichern. Annehmen. Überschreiben natürlich immer schön. So, und damit werde ich es... damit werde ich erstmal diesen Part beenden vom 6000 Abonnenten-Spezial vom Let's Play Dead Space 1. Da, ja, Chakalaka, Motherfucker, bye.